Gut und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder eine kleine Sauerei vom Grill. Wir machen heute Onion Moink Balls. Und was wir dazu brauchen, wie wir die machen, seht ihr natürlich wieder jetzt. Also kommt mal mit. Hier sind unsere Zutaten und wir brauchen diesmal echt nicht viel. Wir haben hier Rinderhack. Wir haben jetzt hier so ungefähr 700 Gramm. Dann haben wir ein bisschen Barbecue-Soße. Wir haben Bacon, Käse und wir haben hier solche Silberzwiebeln. Kennt ihr bestimmt, diese eingelegten. Die bauen wir uns heute in die Moinkboards rein und würzen wir das Ganze hier mit dem Hackepeter von Barbecue Toro. Ich glaube, das passt ganz gut. Der Käse kommt später drüber, darf noch ein bisschen drüber zerlaufen. Deswegen nehmen wir Scheibenkäse. Da können wir schön so Scheiben oben drauflegen, so kleine. Dann darf das schön noch drüber laufen am Ende. Jetzt müssen wir aber erstmal das Hackfleisch würzen und dann geht's weiter. Also kommt drüber. So, wir haben jetzt hier unser Hackfleisch. Da geben wir jetzt erstmal ein bisschen was von unserem Gewürz ran. Ihr müsst ja wissen, was für ein Gewürz ihr nehmt. Ist nicht immer gleich, wie viel Mengenangaben ihr davon habt. Ich nehme jetzt hier ungefähr 2 Esslöffel von. Also Hackfleisch kann man immer ein bisschen mehr nehmen. Das kann immer ein bisschen was ab. Und ihr müsst auch nicht so genau sein. Also das ist immer so ein Richtwert. So, jetzt vermengen wir das erstmal. So, jetzt haben wir schon mal das Ganze ein bisschen vermengt und jetzt kommt ein bisschen Barbecue-Soße noch dran. Die Barbecue-Soße werden wir auch später verwenden zum Glasieren. Gerade so ein Esslöffel nochmal mit dran. Da kriegen wir nochmal schön ein bisschen Geschmacksboost ins Fleisch. Ich habe jetzt hier die Barbecue-Soße von Barbecue mit Bacon. Und da wir ja außenrum Bacon nehmen, müssen wir natürlich auch innen drin Bacon nehmen, weil nur Bacon schmeckt besser mit Bacon. Und jetzt das Ganze wieder gut vermengen. So, unser Hackfleisch ist gut vermengt. Das stellen wir jetzt kurz zur Seite, weil jetzt müssen wir gucken, wie viele wir von den Moinkboards mit den Zwiebeln aus den 700 Gramm kriegen. Bin ich mir noch nicht so sicher, wahrscheinlich eher so 5-6 Stück. Sehen wir aber gleich. So, jetzt haben wir uns hier schon mal ein Kreuz gelegt aus Bacon. Und jetzt nehmen wir uns hier so ein bisschen Hack. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel wir brauchen. Machen wir uns schon mal eine Kugel draus und gucken mal so ungefähr von der Größe her, dürfte das hinhauen. Jetzt nehmen wir uns hier eine von den Zwiebeln, die ich mir schon mal rausgelegt habe. Drücken die uns jetzt erstmal hier in die Mitte. Schließen das außen. Und könnte sogar ein bisschen weniger Hack werden. Dann kriegen wir noch ein paar mehr raus. So. Jetzt platzieren wir hier unser Moinkball auf der Mitte und jetzt gehen wir hier hin, nehmen unser Bacon und klappen uns den jetzt einmal ringsrum hier drüber. Und somit ist unser erster Moinkball fertig. Den legen wir zur Seite und dann machen wir jetzt erstmal die anderen. So, 8 Stück haben wir rausgekriegt, mehr als ich gedacht habe. Die wandern jetzt gleich auf den Grill, den heizen wir jetzt gerade vor, auf indirekt erstmal so um die 180 Grad, aber sehen wir uns gleich wieder. So, unser Grill ist vorgeheizt, wir haben jetzt ungefähr 200 Grad, also der geht jetzt gleich noch einen Tick runter, ich habe ihn gerade ein bisschen runter geregelt. Wir haben jetzt hier links und rechts einen Brenner an, in der Mitte ist jetzt indirekte Zone und da legen wir die uns jetzt erstmal rein. Da bleiben die jetzt erstmal drauf, so für 10-15 Minuten, dürfen jetzt erstmal indirekt ein bisschen gar ziehen und dann geht's weiter. So, wir haben jetzt unsere Bällchen hier ungefähr 15 Minuten drauf. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Ja, genau. Und man sieht jetzt schon so langsam, dass der Bacon jetzt sich zusammenzieht und sowas. Jetzt können wir langsam schon anfangen und packen hier unseren anderen Bacon aus, unsere Bacon-Barbecue-Soße und fangen jetzt an zu pinseln. So, jetzt haben wir sie alle eingepinselt. Jetzt machen wir nochmal zu. Jetzt dürfen sie nochmal so 5-6 Minuten glasieren. Und dann geben wir unseren Käse drauf. Und dann darf der Käse nochmal so 5-6 Minuten drüber schmelzen. Und dann sind wir fertig. Und dann dürfen wir probieren. So, unsere Bällchen hier drin sind jetzt nochmal so 5-6 Minuten drauf gewesen. Das dürfte jetzt schön fest glasiert sein, das Ganze. Und jetzt geben wir einfach hier
unsere Käsescheiben drüber. Legen die uns hier einfach drauf. So, alle Käsescheiben drauf. Einmal Deckel zu. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Käse schön zerschmolzen ist. Das dürfte jetzt so 3-4 Minuten dauern. Dann sehen wir uns wieder, dann holen wir die runter und dann müssen wir probieren. So, unser Käse ist geschmolzen. Gehe ich mal davon aus. Schauen wir mal rein. Genau so sieht's aus. Genauso soll er sein. Kriegt langsam schon so ein bisschen Kruste. Jetzt holen wir die runter und dann müssen wir probieren. Unsere Moinkballs mit Silberzwiebeln sind fertig. Und was müssen wir jetzt machen? Probieren. Also ich darf jetzt probieren. Ihr müsst es nachmachen. So, nehmen wir uns mal hier einen und schneiden den doch einfach mal in der Mitte durch. Dann schauen wir mal rein. Ja, genau. So soll das aussehen. Und jetzt müssen wir probieren, oder? Dann schneide ich mir mal hier so ein etwas kleineres Stück runter. Wollen ja nicht gierig sein. Auf jeden Fall schön mit Zwiebel. Und einmal rinnen die Birne. Half. Ja. Die Kombi kommt richtig gut. Also Zwiebel und Bacon und Hackfleisch passen ja so oder so zusammen. Dann noch Barbecue-Soße und ein bisschen Käse drauf. Was soll da schief gehen? Das Gewürz passt richtig gut. Hat so einen richtigen... Ja, kommt richtig gut raus. Also ist jetzt nicht so, dass es im Hintergrund wäre oder so, sondern... Passt gut in das ganze Konstrukt rein. Also, unbedingt mal nachmachen. Sau einfach gemacht, sau schnell gemacht, sau lecker. Und wenn ihr es gemacht habt, schreibt es unten in die Kommentare. Oder schreibt mal, vielleicht macht ihr nochmal irgendwie andere Special-Varianten. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Bin immer nach Inspiration auf der Suche. Und lasst mal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr so Sachen nicht mehr. Und mich bringt es ein bisschen weiter im Algorithmus. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Rezept. Euer Markus von Barbecue Culture. Und tschüss. Und ich esse jetzt.